Wir haben nach der Niederlage letztes Wochenende am Freitag in Quickborn zweimal sehr gut gearbeitet. Die Jungs haben zweimal sehr gut mitgemacht und das ist das Ergebnis der Arbeit. Tja, bei 7-1 oder 1-7 ist natürlich schwierig von Fußball zu sprechen. Ne? Also ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir ja, den Gegner unnötig stark gemacht. Ich habe 40 Minuten eigentlich gut mitgehalten, zwei eventuelle Fehler zum 0-2. Aus der Halbzeit rausgekommen mit einem Wut im Bauch, haben versucht hier noch was zu machen. Finde ich, sind auch gut ins Spiel gekommen, denn haben das 3-0 gekriegt. Gut, dann 3-1, dann waren wir am Drücker und ja, dann kriegst du Konter. Meiner Meinung nach das 4-1. Die Freistoßsituation ist natürlich ein bisschen besser, weil Schiri pfeift da, ich weiß nicht, eine halbe Minute nachdem er erst Vorteil gegeben hat, dann zum Freistoß. Die machen das 4-1 und das war dann auch spielentscheidend. Ja, danke schön erstmal. Also ja, ich habe ja eigentlich heute mit einem stärkeren Germania Schnelsen gerechnet. Die haben ja eigentlich auch Gegner nur von oben gehabt bis jetzt. Und also ich hätte es nicht erwartet, dass wir die hier heute 7-1 abschießen, sag ich mal. Und ja, hat uns natürlich auch in die Karten gespielt, dass wir zur Halbzeit gleich 3-0 geführt haben oder 2-0. Und ja. Ja, wenn er sich die gesetzt hat, höre ich das gerne. Dann werden wir alles dafür tun, dass er das auch schafft. Also schauen wir mal. Ne? Also jetzt wird ja immer so viel gesagt, dass er immer trifft und trifft und trifft. Aber ihr habt ja heute selbst gesehen, warum er trifft, weil er natürlich auch gut freigespielt und eingesetzt wird. Und das ist das A und O. Und darauf trainieren wir auch hin und arbeiten hin, dass er so eingesetzt wird. Und den Abschluss dazu hat er eben halt. Dann macht er sie auch.